Hallo bei Creators. Ja, wir sind, wo sind wir? Hilfe. Ich wollte mir mal eben schnell Holz holen. Das war vor 3 oder 4 Tagen, ich weiß nicht, na, auf jeden Fall bevor mein Computer so rumgesponnen hat. Mittlerweile hat er einmal komplettes Neuaufsetzen bekommen von mir. Jetzt funktioniert er hoffentlich wieder und zickt nicht dauernd rum. Sorry daher, ich habe es nicht geschafft. Creativas ist immer dies, was ich direkt aufnehme. Das heißt, das ist nicht eine Woche vorher produziert, sondern das nehme ich meistens entweder am gleichen Tag oder einen Tag vorher auf. Daher habe ich es leider nicht geschafft, als der Computer so rumgespackt hat, da was aufzunehmen. Ja, und deswegen bin ich da auch noch nicht fertig mit ein bisschen Holz sammeln. Ja. Ich habe festgestellt, als ich meine Kisten geschaut habe, ich brauche Holz. Ich dachte mir, na, holst mal eben schnell einen Baum ab. Ah, ich meine, ihr seht ja da, was ich mache, und ihr seht vielleicht, dass ich da unten auch noch Exkavatoren habe. Die habe ich dazu benutzt. Ich hatte, glaube ich, 60 Stück. Oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich will es, glaube ich, auch nicht mehr wissen. Und ich bin immer noch nicht fertig. Allerdings das, was ich hier gerade mache, das sind schon die Überreste eines Baums, der so gut wie weg ist. Ja, wie kriege ich das jetzt hin? Ich mache am besten Folgendes. Ich mache hier das da, dann drücke ich C und dann mache ich das da. Und dann mache ich C und rufe darauf. Und dann müsste ich das. Genau, sehr gut. Das heißt, die Blätter hier haben wir alle weg. Naja, zumindest bis darüber. Da geht's nicht weiter. Oh Mann. Also ich sag nie wieder mal eben schnell einen Baum. Bisschen Holz besorgen. Ihr seht's, wo das endet. Ist da drüben eigentlich der nächste Baum? Da ist der nächste Baum. Das heißt, ich kann den da trotzdem mal bis daher wegmachen. Ihr seht, da geht es übrigens weiter. Es war nicht dann irrsinnig schwer zu sagen, da hört dieser Baum auf, da fängt der nächste an. Darum habe ich mir gedacht, ach, dann nimmst du den Baum auch noch mit. Und den auch noch, und den auch noch, und den auch noch. Und ja. Dann hat man den Salat, weil Überreste lasse ich da jetzt auch nicht stehen. Also das muss da jetzt weg. Natürlich pflanze ich nachher, ups, neue. Okay, die baue ich von unten ab. Setzlinge habe ich schon mehr als genug. Die kann ich nachher da wieder aufforsten. Gar kein Problem. Ich mache mal da runter. So. Und jetzt. Ups. Machen wir da noch eins weg. Sehr gut. Sehr gut. Machen wir da mal eins weg. Machen wir das weg. Machen wir noch eins weg. Gut. So, und schon sind wir auf dem Baum. Der hat auch einen Abgang. Ich habe ja mittlerweile Auf- und Abgänge. Na, geh runter da. Danke. Ich habe mir da mittlerweile Auf- und Abgänge geschaffen, wie ich es brauche. Yippie, ein Baumwerk. Joho. Also gleich. Aber da, den können wir jetzt ganz leicht wegmachen. Ja, und wie endet das? Ich renne mit euch eh gleich zu Kisten, dann seht ihr, was ich da schon alles eingesammelt habe. So endet auf jeden Fall mit mir ein bisschen Holz holen. Ja. Mein Holz habe ich jetzt, glaube ich, da nochmal genug. Und Blätter und. Ups, das wollte ich nicht. So, da rein. So, ein bisschen Holz holen endet dann bei mir damit. So, hier habe ich Kisten.
für Blätter. So, die da unten sind übrigens alle voll. Hier haben wir eine Kiste für Holz. Also es war zumindest erfolgreich, würde ich sagen. Und hier haben wir eine Kiste für alles andere. Oh, ich habe schon mehr als 99 Setzlinge. Sehr schön. So. Da ist endlich ein Loch. Die Bäume da drüben habe ich geschafft, nicht anzugreifen. Ja, und die da, die sind alle noch fällig. Bei welchen macht man weiter? Da könnte man noch Exkavatoren einsetzen. Hm. Habe ich den da auch noch? Ja, den habe ich auch noch. Oh Mann. Die Bäume machen mich hier fertig. Also man sollte bitte nie zusammenhängende Bäume fällen, weil man weiß sonst im Endeffekt nie, wo hört der eine auf. Wo fängt der andere an? Gut, den da machen wir natürlich auch noch weg. Einfach der Optik wegen. So. Passt. Da drüben. Den müsste ich auch noch wegmachen, weil da haben wir Exkavatoren eingesetzt. Ihr seht, da ist noch ein bisschen Arbeit. Ein kleines bisschen. Ja. Also nie mal eben schnell Holz holen. Das klappt nicht. Ja, ich meine, ich hätte mir natürlich Bomben mitnehmen können und hätte den Baum wegbomben können, aber es wäre schade drum. Außerdem weiß ich nicht, wie viele Bäume ich dann anzünden hätte. Ich glaube, geht ja doch von einem Baum ins nächste über. Und außerdem wäre es halt einfach schade um das ganze Holz. Das hätte ich ja wollen. Also. Jetzt brauche ich wenigstens dann eine Weile nicht mehr Holz holen. So, da ist der nächste Baumstumpf, den wir dann nur noch abtragen müssen. Den haben wir von den Blättern so ein bisschen schon befreit. So. Passt. Da können wir auch noch runter. Da können wir mal auf den Baumstumpf. Dann können wir von da die Blätter mal so ein bisschen wegmachen. Und es ist wieder ein Baum weniger. Aber irgendwie hat man halt so das Gefühl, das endet irgendwie nie. Man ist da permanent am... Ups, jetzt habe ich einen Lag. Ah, okay, jetzt geht's wieder. So. Ich habe heute Glück. Normalerweise am Samstag, wenn ich versuche, Creativers zu spielen, habe ich es in letzter Zeit sehr oft, dass die gerade irgendwie am Warten sind oder die Server gerade nicht da sind. Heute habe ich Glück. Ja, ich nehme meistens am Samstag auf. Zumindest probiere ich das. Einfach damit ich auch die Ruhe habe. Weil nach der Arbeit, wenn man K.O. ist und heimkommt, hat man dann oft keine Lust. Oder den Kopf noch voll mit irgendeinem anderen Schmäh. Ja, das da muss weg. Da haben wir doch... Oh, das war knapp. Da haben wir doch so ein Ende von so einem Baum, oder? Nein, haben wir nicht. Schade. Aber was ist, wenn ich hier... Ach egal, ich mache mal halt mehr Arbeit. Gerade noch wegkommen. Man sollte sich vorher anschauen, wo man ausweicht hin. Ja, und genau das ist das Problem. Die Exkavatoren machen ja 8x8 Felder leer, oder? Wann ist jetzt 7? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall machen die einen ziemlich großen Bereich einfach leer. Und wenn man dann einen anderen Baum trifft, dann müsste man den entweder wieder nachbauen oder man reißt den auch ab. Ja, genau so wurde mein Loch ja immer größer und größer und größer und größer. Ja, jetzt habt ihr halt heute eine Folge Baumfällen für Anfänger.
Ich kann das allerdings erst empfehlen ab einer etwas höheren Mining Cell, nicht mit den kleinsten, weil da wird man alt dabei. Da ist dann wirklich praktisch, wenn man die Exquatoren hat. Und wenn es geht, gar nichts mehr einsaugen braucht. Mit einer höheren Mining Cell, ihr seht, wie schnell das geht. Und ich habe jetzt nur, welche habe ich denn? Ah, ich habe Edilluminit, okay, gut, besser geht's nicht, ja. Und ihr seht, wie schnell das geht mit dir, also. Da ist Baumfällen wiederum kein Problem. Mit einer Wood Mining Cell würde ich da wahrscheinlich irre werden. Wenn ich eine halbe Minute an so einem Ding sauge. Klingt irgendwie falsch, aber okay, was soll's. Ja, ihr habt jetzt auch schon eine Woche Rising World von uns, von Alay und mir. Da würde es mich interessieren, gefällt euch das Ganze eigentlich? Oder würdet ihr lieber wieder Creativers mehr sehen? Ich finde Rising World ganz interessant. Es ist ja irrsinnige Vielfalt, was man machen kann. Ist diesem Spiel aber natürlich ähnlich. Aber ich mag so Aufbauspielchen. Bin ich ein richtiger Freund und bevor mich wieder wer fragt, ja, Minecraft kenne ich natürlich auch und nein, ich mache kein Let's Play von Minecraft. Habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust dazu und ich habe Minecraft auch schon ziemlich lange jetzt nicht mehr offen gehabt. Fehlt mir auch gar nicht großartig. Es gibt zu viele andere. Allerdings natürlich phasenweise zocke ich das auch, ja. Sind dann immer so Phasen bei mir. So. Ja, sehr gut. Ja, ich hoffe, mein Ton klappt auch soweit. Wie gesagt, nachdem ich alles neu aufgesetzt habe, habe ich eine Weile mich an dem Ton rumgeärgert, weil ich ihn nicht hinbekommen habe, wie ich eigentlich wollte. Aber mittlerweile sollte das passen. Ich habe jetzt auch schon zig Probeaufnahmen gemacht und bin der Meinung, jetzt passt es wieder so wie vorher. Falls dem nicht so ist, könnt ihr es mir ja gerne sagen. Dann muss ich weiter rumprobieren. So, allerdings werde ich jetzt nicht nur diese eine Folge aufnehmen, sondern mehr. Ja, und nachdem ich euch entführt habe jetzt zum Holzfällen, ja, wie komme ich da jetzt wieder weg? Da. So komme ich weg. Ganz gemütlich weggehen. So, hätten wir dieses schwebende Ding. Ja, das passiert, wenn man unter sich abbaut. Aber das Gute ist ja, wir sind nicht allzu weit von zu Hause entfernt. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Wenn der Ladebildschirm irgendwann fertig ist. So, leckerer Kaffee von mir. So. Ja, es melden sich meine Bitte, oder? Ja. Auch schon tut es ja toll, aber ich finde es nervig, dass das jedes Mal ist. Nur wenn ich die jetzt nicht abbaue, habe ich die gleiche Geräuschkulisse wieder. Weil ich das nächste Mal vorbeikomme. So, achso. Wir konnten das Zeug, was ich jetzt noch mit habe. In meine geliebten diverse Kisten reinhauen. Es ist zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Und jetzt gehen wir in Richtung meiner Totenschädels da oben. Ich meine, ich weiß, wo meine Bäume sind, die ich fälle. So, gehen wir da lang. Ups, ja, ich weiß, ich hätte eine Eingangstüre auch gehabt. Ihr seht, es ist ein Stückchen weg. Ich wollte die Bäume praktisch nicht gleich vor meiner Haustüre fällen. So. Jetzt ist mir die Ausdauer ausgegangen. Da hinten seht schon meinen Lootstrahl. Hier sieht man auch schon die ersten halb zerstörten Bäume.
So, irgendwo da unten müsste ich dann liegen. Genau, da hinten. Dankeschön. Ups, nein, da will ich nicht rein. So, da irgendwo liegen meine Kisten. Genau. 1, 2, 3, 4. Weg mit der. Vielleicht sollte ich auch anfangen, meine Lootkisten zu sammeln. So, wir haben jetzt schon 99 Cragwood Saplings und einen. Ah, noch welcher? Moment. Waren ja gar nicht alle. So. Okay. Das kriegen wir aber da rein. Und die setzen wir jetzt. So, da gehört wieder ein Baum hin. Und ich würde sagen, da gehört ein Baum hin. Und da kann auch ein Baum hin. Und die brauchen Gott sei Dank eine Weile, bis sie so groß sind. Hier könnte man dann auch noch einen Baum setzen. Schaut doch nett hier aus. Hier natürlich auch. Nur für das nächste Mal, wenn die Dana auf die Schnapsidee kommt. Ich brauche mal eben ein bisschen Holz. Oder hier. Und hier. So. Schon hätte man zumindest ein paar Setzlinge verteilt. Und der Wald kann sich da erholen von mir. Muss nicht immer leiden. Nein. Nur wenn ich in der Nähe bin. So. Naja, also da hätten wir ziemlich gerade Abschlussfläche. Was ist, wenn wir da... Kommen wir da hoch auf den Baum? Hat der einen Aufgang? Nein, der natürlich noch nicht. Aber da macht man seinen. So. So, es war eines zu wenig. Na. Das können wir auch gleich so wegnehmen. Da gehen wir so. Und weg damit. Da machen wir es so. Sehr gut. Und so. Eins noch weg. Und dann da hoch. Und schon sind wir oben. So. Das da haben wir gesagt, ist eine schöne gerade Fläche. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir das mal. So. Moment. Wo hört es da vorne auf? Hier. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier wird man einen reinmachen. Dann müssen wir natürlich schauen, dass das oben drüber auch alles weg ist. Sonst wird das nachher schwerer zum Entfernen. Das machen wir vorher. Genau. Wir könnten es auch noch anders machen. Wir können nicht von dort dann gleich weiterzählen. Das habe ich auch schon gemacht. Das schaut dann recht lustig aus. Beziehungsweise ihr habt das im Video ja auch schon gesehen, wenn ich mich hinstelle und der Bahn aufeinander zünde. Dann wäre es natürlich praktisch, wenn man eine gerade Fläche hat. Was bei einem Baum halt nicht immer so leicht ist. Aber natürlich machbar. So, jetzt hat er hier diesen Bereich. Genau, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, hier kommt der nächste rein. Passt. Dann brauchen wir aber natürlich noch den hinteren Bereich hier frei. Wunderbar. Gut ist es natürlich, wenn man irgendwo noch was hat zum Ausweichen. So, ja, da haben wir jetzt ein Problem. Eins, zwei, drei, das wäre dann hier. Brauchen wir den? Da bräuchte man eigentlich eins vorne und den auch.
Machen wir den hier her. So, machen wir den mal. Weg mit dir. Quatsch. Den hier bräuchten wir auch eins vorne. So, dann können wir den hier zünden. Oh. Damit kann man sich zumindest ein bisschen die Arbeit erleichtern. Die Loot-Säckchen müssen wir allerdings noch holen. Oder will ich mal holen, weil sonst bräuchte ich es ja nicht. So. Ich sehe schon, irgendwann müssen wir es dann mit Blättern hochbauen, damit wir die restlichen Blätter abbauen können. Aber wenn ich was anfange, dann mache ich das fertig. Von daher, der Baum muss dran glauben. So, da lohnt es sich jetzt nicht mal mit dem Exkavator zu arbeiten. Sprengen wir das einmal. Baum fällt, Baum verschwindet, so. Und da schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich runterfliege. So, wahrscheinlich nicht allzu lang. So, die bauen wir weg. Oh, da liegt ein Sackerl, ein Loot-Sackerl. Komm mal hin. Kommen wir. Sehr gut. Die können wir hier wegmachen. Okay, da hört's auf. Passt. Da kommen wir so nicht hin und da haben wir ein Problem. Wie kommen wir darüber? Im Prinzip so. So. Ihr seht, so kleine Feinarbeiten müssen halt nachher dann auch noch sein. Da ist sonst nichts, das heißt, das können wir wegtun. Ist wieder die ideale Stelle für mich, um zu sterben. Ah, das Ziel habe ich noch an. Gut, da kommen wir nicht hoch so. Das heißt, wir müssen uns hochbauen. Ja. Passt. So. Da drüben hätten wir noch Loot-Sackerl. Da können wir jetzt so rauf. Na, geh hoch. Eins, zwei. Das restliche Holz hier können wir so abbauen. Genau. So, den restlichen Baum, der wird nicht vergessen. Den holen wir uns auch noch, aber nicht mit euch in der Folge. So, das kommt auf jeden Fall da rein. Was könnte man davon jetzt wirklich brauchen? Das kann man brauchen, das kann man brauchen. Das Leder ist mir gerade egal. Die Farbe, boah, da habe ich viel rote Farbe. Nein, gelbe Farbe geholt. Und ich würde sagen, der Rest kann einmal da bleiben. Ja. Davon. Welche Überraschung. Nehme ich alles mit. Und da haben wir noch drei leere Kisten.
Da werden wir gleich ein bisschen verbraten davon. Und jetzt machen wir es uns einfach. Teleport. Tada! Ich bräuchte nur einen Teleporter dorthin stellen, dann wäre es auch einfacher. Dann könnte ich dort immer meinen Farmwald machen. Wäre noch eine Idee. Naja, mal schauen. So. Ihr hört's, man hört dieses Konzert schon wieder. Bis der fertig ist, habe ich das Holz einsortiert. Boah, fast eine Kiste Holz. So viel hatte ich schon lange nicht mehr. Und das Moos, das habe ich eins daneben, glaube ich. Genau. Muss. Die Blätter, die werden wir gleich mal verwenden. Aluminit habe ich nicht. Und dann seht ihr gleich, wozu man die Blätter verwenden kann. Aber einfach wegschmeißen, das ist nicht meins. Es braucht zwar immer vier Blätter, aber wenn man es hat, wieso nicht? Also von daher. Und wie lange das dauert, ist mir ja ehrlich gesagt egal. Dazu habe ich genug Brennöfen. So kann man Blätter vernichten. Ohne dass man sie wegschmeißen muss. Ja, ihr seht, das ist jetzt mehr oder weniger eine Rohstoffbeschaffung-Folge. Ups. So, und die oberste Reihe, da machen wir jetzt was anderes. Da machen wir uns gleich Honig draus. Also gleich geschmolzenes Wachs. So, warum mag er jetzt gerade nicht? Weiß auch nicht, gut. So. Und ihr seht schon, bin ich fast die kompletten Blätter los, die ich mitgenommen habe. Oh, jetzt habe ich kein Wachs mehr. Na gut. Dann geht der Rest noch ins Obsidian. Okay, jetzt sind es zu wenig Blätter. Und fertig für erstes. So. Das gehört wieder hier rein. Die Bahnen kommen hier rein. Die Farben kommen hier rein. Rote Farbe habe ich auch ein paar und blaue habe ich auch. So. Der Honig und die Weins. Achso. Ja, ja, was treibst denn du schon wieder da? Hm? Ja, du hast Hunger, ist mir klar. Ich fütter dich trotzdem nicht. Du bist gerade ausbrochen. Für Ausbrecher gibt es keine Belohnung. Nee, nee. Wines haben wir. Okay. Noch so ein Ausbrecher. Euch gefällt das, gell? Nein, das sind nicht die Wines, das sind die Wines. So, Arctic Miru haben wir. Drakon, Warmwolf, Leafy, 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 Miru, Senior, Leder, Twine. Blablab. Wo habe ich den Hintern? Moment, Moment. Die tun wir einfach mal. So. Ihr seht, meine unsortierten Kisten gibt es nach wie vor. Irgendwie, und ich weiß nicht warum. Cool, dann brauche ich da das erste Mal wahrscheinlich dann endlich mal eine Kiste. So, Blätter, das sind, wieso steht das eigentlich nicht mehr angeschrieben?
Ah, jetzt. Gelbe Farbe haben wir hier. Ich kümmere mich nachher um euch. Ihr kommt schon wieder rauf, ja? Jetzt nicht. Das sind ja schlimmer wie kleine Kinder, die dauernd Aufmerksamkeit wollen. Ist echt schlimm mit denen. So, beim letzten Mal habe ich mit euch angefangen, da unten mein Lager umzubauen. Also, nicht das Lager. Das Lager war eigentlich fertig. Ah, da wäre noch was gewesen. Gut, egal. Ich habe mit euch angefangen aufzubauen. So, dazu brauchen wir jetzt diese Teile hier. Ihr kennt ja noch das hier. Ihr kennt einen Teil des Bodens. Den hatte ich schon ausgewechselt. Das Dach habe ich noch nicht fertig. Die Kisten da stehen leider auch immer noch so blöd. Die muss ich noch wegbringen nachher irgendwie. Und hier hatten wir die ganzen Stufen. Die Luminitstufen habe ich übrigens das letzte Mal übersehen. Und dieses Mal wollte ich die Dachschrägen machen. Bei den Dachschrägen gibt es, glaube ich, 10 Stück, habe ich zählt. Fangen an mit diesen dreien. Dann geht es weiter mit dem und so weiter. Wieso? Och nee. Die haben beim letzten Update wieder alles auf nicht produziert gesetzt. Das ist natürlich weniger lustig. Ach Menno, wo gab es da schon wieder ein... Ach so, nein. Okay, ich weiß, warum es weg ist. Ich habe meinen PC neu aufgesetzt. Das wird natürlich auf meinem PC gespeichert. Das ist weg. Jo. Ja, na gut, dann werde ich mich jetzt nochmal dran machen und die alle produzieren. Adobe Bricks. Adobe Bricks müsste ich. Hier haben. Diese hier. Was interessiert mich noch? Das hier. Die hier. Die hier. Gut, da brauche ich die ganzen Dinge dazu. Das hier. Oh Mann, und ich hatte die alle schon produziert. Ah ja. Egal. So, Wood Slabs müsste ich, glaube ich, noch haben. Ah ja, genau. Das war der Grund, warum ich Holz geholt habe. Mir gehen nicht die Wood Slabs und Wood Rods aus. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche Holz. Ja, das mal eben schnell hätte ich mir dazu sparen sollen. Aber ich brauche eben Holz. So, da gibt es auch immer nur 2 und bei den Woodrods gibt es 8. Darum brauche ich da immer ein bisschen mehr. So. Oh cool, das sind die ersten schon fertig. So, was brauche ich noch? Stone Rods habe ich. Mehr als genug. Was brauche ich noch? Melted Wax, Obsidian, Rods. Okay. Iron Slabs. Melted Wax. Und dann die Kenyan Stones zum Beispiel. So. So. Und so, jetzt können wir nicht zum Beispiel diese hier schon wieder produzieren. Diese hier. Können wir dann noch gleich wieder raus tun aus der Auswahl da. So. Ja, die Steine kann ich auch produzieren. Juhu. So. Adobe Wall. Cobblestone. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. An das hatte ich beim Neuaufsetzen nicht gedacht, dass das auch weg ist. Aber egal. So, was brauchen wir für die anderen? Also das kann ich wahrscheinlich jetzt zurücklegen.
Das auch. Das auch. Yellow Pigment Wood Slabs. Gut, die habe ich vorne. Die Pigmente habe ich da. Da kann ich mal gleich blau, rot und gelb. Und gut, gelb nur zwei, ist ein bisschen wenig. Dann müssten die ersten Wood Slabs jetzt auch schon fertig sein. Dann können wir jetzt ja, das hier bauen, den auch und hier die Schrägen. Solche Randalierer hier. So, die können wir auch gleich aus dem Track rausnehmen, genau. Die hier fehlt mir noch. Die ist mit Limestone. Die hier, die habe ich noch drinnen. Und die hier. Habe ich sonst alle? Die fehlt mir noch. So. Dann habe ich die Dachschrägen wieder alle. Das heißt, ich brauche jetzt Igneous Rock. Den finde ich da. Stone Slab und Iron Rod. Gut, Stone Slab. Iron Rod. Damit kann ich das hier bauen und die hier. So. Gut, was brauche ich für den nächsten? Limestone. Limestone haben wir hier. Ja, ihr seht es, beim Wechseln klappt nicht immer. Mein Sohn sagt immer, rechte Maustaste, Mama, dann geht es. Ich gewöhne es nur irgendwie nie an. So, aus dem Track raus, genau. Ich sagte mal irgendwann, mein Inventar ist voll, weil ich so viele Steine hergestellt habe. So. Das ist wieder das Gingerbread Love, Snow und Stone Rod. Okay. Ja, die ganzen Möbel sind auch wieder weg. Oh Mann. Egal. Die Weihnachtssachen müssten noch da oben liegen. Ja, das werde ich jetzt nicht bauen, sondern das baue ich einfach so auf. So. Achso, eine fehlt mir noch. Shredded Leaves, Beeswax und Vines. Okay. Also Bienenwachs haben wir noch hier. Shredded Leaves. Müsste ich theoretisch auch irgendwo haben. Da natürlich nicht. Da natürlich nicht. Da natürlich nicht. Da. Okay. Da haben wir sogar noch was von der Decke. Ja, die müssten gescheit sortiert werden. Nicht so, wie ich gerade mache, aber das mache ich dann ohne euch. Beziehungsweise entweder dann, wenn ich das Museum fertig habe. So, was will man jetzt noch? Vines. Da habe ich doch vorher gesagt, da liegen noch. Ah, da liegt nur eines, okay. Vines ist im nächsten. Da. So, dann schauen wir mal bei den Steinchen da. Track aus und einschalten. Och nee. Also sind die ganzen Erfolge auch auf meinem Computer gespeichert, okay. Aber interessanterweise die Rezepte, die ich einmal gefunden habe, nicht. Weil die ganzen gefundenen Rezepte habe ich noch. Aber die Aufbausachen sind wieder weg. Oh Mann. Ja, dann habe ich gerade noch einen Schrägdach dazu bekommen. Ich muss es nur finden. Da. Woodrod und Twine. Gut.
Twine haben wir hier. Und Woodrod haben wir eh gerade produziert, und zwar hier. Jetzt kommt der Stone Roof. Jetzt kommt das Obsidian Roof. Macht's mich fertig. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, also Beziehungssätze soll genau überlegt sein. Ja, die habe ich mir nicht gesichert, die Daten, weil ich mir gedacht habe, ist eigentlich wurscht. Was soll da schon großartig drin sein? Jetzt weiß ich, was drin ist. Ist aber auch kein Beinbruch, also. Für alle, die schon immer mal die ganzen Steine neu entdecken wollten, jetzt wisst ihr, wie es geht. So, wo ist jetzt dieses Obsidian-Roof da? Obsidian Slabs filmen wir dazu. Okay. Oh, nein, ich wollte die nicht nehmen. Na egal. Obsidian Slabs haben wir hier. So. Iron Roof war irgendwie klar. Das hätten wir hier. Glob of Goo. Ja gut, Glob of Goo haben wir auch. Und zwar hier. Oh, mein Inventar ist voll. Welche Überraschung. Puh. Steine weg, Steine weg, Steine weg, Steine weg, Steine weg, Steine weg. Gut. So, Glob of Goo heißt, ich kann das hier machen, ich kann das hier machen. Da ist das, was ich eigentlich machen möchte. Da kommt natürlich jetzt das Diamond Roof. Juhu. No? Oh, mein Inventar ist voll. Welche Überraschung? Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ihr seht es auf jeden Fall, sobald ihr was gecraftet habt, erkennt ihr das eindeutig. Außer ihr setzt euren Computer neu auf. Diamond Rod und Diamond Slab. Gut, die sollten jetzt auch nicht wirklich das Problem sein. So. Diamond Slabs und Rods. Und dann machen wir das hier. Natürlich kommt das Luminite Roof. Ja, die könnte ich da unten noch bauen, okay. Ah, mein Inventar nicht schon wieder voll wäre. Ich würde sagen, das lassen wir. Das machen wir das nächste Mal dann irgendwann. So. Gut, was brauchen wir für die Luminitstufen? Fürs Luminitdach. Da haben wir das. Da haben wir es. Luminit Rod, Slab und Diamant Rod. Gut. Ja, ob das reicht, werden wir sehen. Na gut, dann müssen wir ein bisschen Luminit schneiden. Und zwar mal so. Und mal so. So, Eisen. Nein, Diamant. Was war das? Diamantrod, genau. Gut, da brauchen wir aber nur einen. Luminitbahn kann man da rein tun. Obsidian kann man da rein tun. Obsidian Slabs kann man hier rein tun. Eisens da rein, Eisens Labs da rein. Damit haben wir schon wieder ein bisschen Platz. Es dauert noch, dann können wir einfach die Stufen mal unterbringen. So, wir hatten hier Holzstufen, Steinstufen, Obsidianstufen.
Eisenstufen, Diamantstufen und Luminit haben wir noch nicht produziert. So ähnlich können wir hier mal anfangen. Das heißt, ich fange an mit dem hier, dann mit dem hier. Das heißt, so und so. Dann so und drüber gehen wir es dann gleich rein. Was nehmen wir als nächstes? Als nächstes hätten wir dann die Obsidianstufen, die Eisenstufen und die Diamantstufen. So, die gehen wir hier hin. Zack, zack. Da und daher. Da und daher. So. Sehr gut. Schon haben wir auch wieder deutlich mehr Platz. Achso, jetzt habe ich die vergessen. Sind die neu, die Stonebrooks? Mist, die habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, jetzt passen es da nicht mehr in die Reihung rein. Egal. Nein, nicht das. Mensch. Das hier wollte ich. Dankeschön. So. Ja, was haben wir dann noch? Machen wir mal die Luminit fertig. So, Luminit. Stufen und... Oh. Na gut. Dann warten wir mal schnell. Das ist ja nur noch 13 Sekunden, bis der fertig ist. Ihr seht da unten immer diesen einzelnen Timer und den gesamten Timer. Links zeigt er immer an, wie lang braucht das Stück, an dem er noch arbeitet. Rechts die gesamte Zeit. Jetzt sehe ich zum Beispiel, das ist fertig. Ich kann es nehmen. So, und jetzt kann ich mir auch das bauen. Und jetzt kommt nichts mehr hinterher. Sehr gut. Also die Luminitstufen, die können wir gleich da rein tun. Und das Luminitdach gehen wir hierher. Das schaut aber auch cool aus, oder? Hatte ich das schon gebaut? So, dann gibt es hier noch Spezialdächer. Wir haben hier zum Beispiel die auch schon wie erst in der Wellblechhütten. Da fange ich aber jetzt mit dem hier an. Danach das hier. Und danach... Ups. Das hier. So. Es sind mehr Dächer geworden. Ich habe das damals abgezählt, wie ich mir das alles aufgehängt habe. Oder ich hatte noch nicht alle. Ich habe jetzt insgesamt noch 6 Dächer. Und ich war mir so sicher, das reicht hier. Gut, dann geben wir hier mal das Dach hinein. Also das Weihnachtsdach. So, und dann brauchen wir hier noch mehr Kisten. Und zwar, wie viel Abstand machen wir da? Ich würde sagen 2. Machen wir das so. 5, 6. So, das sind mindestens noch, die ich brauche. Und dann würde ich sagen, mache ich das Gelb-Rot-Blau mal. Und dann die anderen. So, also 1, 2. 1, 2. Hier auch. Rot hier. Gelb hier. Ich muss mal echt meine eigene Aufnahme anschauen, aber das wundert mich. So. Hier die weißen, hier die roten. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so viele Dächer habe. Und das ist garantiert neu, die kenne ich nicht. Und die auch nicht, oder? Klar sind die neu. Ja, egal, die Folge ist eh schon wieder viel zu lang. Ich glaube, ich musste was rausschneiden. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, sagt tschüss, ciao und baba, bis zum nächsten Mal.